Willkommen zurück zu Metroid Dread. Wir haben den nächsten Emmy getroffen und er ist noch emmiger als die anderen beiden. Und jetzt sind wir hier im Ruhrgebiet. Da heile ich mich erstmal. Denn ihr seht, hier ist sehr viel am Rumasseln. Und wir müssen wohl irgendwie... mit Kackspinnen und Kack... keine Ahnung, Kastanien. Das sind Kackkastanien. Da geht es irgendwie hoch. Kann man komplett zerstören, das war auch der einzige Weg. Aber hey, hier ist Feuer. Moment, da kann ich bestimmt noch mehr zerstören. Spring dahin, Samus. Nein? Guck mal kurz rein, aber... Da rechts könnte ich lang, aber... Ich soll die Lagerpuppen ja meiden und hier war Sackgasse. Ich hänge doch nicht etwa schon wieder direkt fest. Ich kann echt nur zurückgehen, oder? Hier ist absolut Ende Gelände. Und da ist niemals die... Kann ich hier noch woanders was zerstören? Es kann doch eigentlich kein Zufall sein, dass man hier irgendwie hochkommt. Hier ist echt nichts. Ich habe ja hier die Lava umgeleitet. Das heißt, links muss ich was getan haben. Aber es ist nicht die Tür. Emmy ist links. Der Emmy kommt. Pass auf. Okay. Hier können wir weiter. Aber da ist schon wieder Lava. Okay, da mäsche ich gleich mal, bis der tot ist. Da ist nothing. Da ist eine Kackkastanie. Könnte ich links rein? Ist aber auch Lava, oder? Nee. Ich aktiviere damit irgendwas. Ich aktiviere diesen... Ich habe keine Ahnung, was das für eine Maschine ist. Das Ding aktiviere ich. Krieg ich mal Loop? Das war sehr nice, oder? Okay, da unten. Da unten, da war ich, glaube ich. Noch nicht. Kann eigentlich nur den Aufzug nehmen. Okay, das wird ein weniger nice Lager. Dann mal die Teile weg, so gut es geht. Bin ich auf der falschen Seite, oder? Okay, man kann hier hin. Aber da ist ein Lager. Und eine Tür, die ich nicht aufkriege. Ich kann sogar so wechseln, nice.
Da unten kann ich hin, aber auch nach oben. Unten ist ein One-Way, also da auf jeden Fall nicht lang. Ah, jetzt bin ich auf der Seite von hier. Und hier ist Magma-Schleuse. Die Hitze-Energie wurde umgeleitet. Und da ist ein Energietank. Den wir leider noch nicht erreichen können. Wenn überhaupt. Mit der Kraftkastanie. Ich habe Wärmeenergie umgeleitet, aber wo komme ich jetzt weiter? Hier eventuell. Warum bin ich da eigentlich noch nicht rein? Ich hoffe, da oben ist nicht direkt in der Nähe. Länge sollte man nicht. Boah, aber auch gut an ihm vorbeigekommen. Okay, hier ist jetzt auf jeden Fall Lava-Bereich. Das heißt, eventuell war die Schleuse noch nicht mal in Betrieb vorhin. Und da darf ich mal wieder nicht rein. Gut, aber da ist ein neuer Gegner. Der total cool aussieht, aber scary. Und der mir Damage macht, wenn ich schlecht. Alter, ich bin fast tot. Um Gottes Willen, ich hab's nochmal überlebt. Ich wusste es. Es musste eigentlich so sein, dass man da von hier reinkommt. Weil sonst würde es gar keinen Sinn machen, gegen den Gegner hier unten zu kämpfen. Aber war es das wert? Wobei eigentlich habe ich viele HP wieder zurückgekriegt. Hilfe, eine Robo. Okay, da käme ich jetzt eigentlich nur zurück zum Anfang. Aber auch nur, wenn ich da durch könnte, was ich nicht kann. Es deutet gerade echt alles darauf hin, dass ich den Emmy killen muss. Um irgendwie den Mobball zu kriegen. Okay, es geht hier hinein. Handelt sich garantiert jetzt, ja, da steht offen. Okay. Emmy ist direkt in der Nähe. Und zwar unter mir. Scheiße, da hilft der Anzug nicht. Der ist zum Glück nicht so schnell. Ich könnte das noch ausnutzen, dass der direkt das Turbo. Da unten wäre eine Powerbeam-Schleuse. Das heißt, eventuell muss ich da runter. Ja. Die Maschine hier ist nicht an. Noch direkt hier? Nee. Natürlich. Ach du Scheiße. Er ist umgedreht. Du musst da lang! Okay. Ich glaube, ich sollte erstmal. Okay, der ist jetzt wieder woanders. Also sobald ich den Raum verlasse,
Die spawnt da. Oh, Alter, der ist wieder hier. Kann ich den... Kann ich den irgendwie weglocken? Da kommt, der kennt. Und interessanterweise, ich wollte gerade sagen, kommt er nicht durch dieses Ding. Problem ist, dass wenn ich den weglocke. Hinter mir her ist aber auch nicht so gut. Der ist zu schnell. Ich versuch's jedes Mal, das Timing zu schaffen. Ich spawne dann hier, aber... Okay, jetzt ist er einfach nicht da hier. Und lad das mal auf, please. Warum lädt sich das nicht wieder auf? Die Energie lädt sich nicht auf. Ich muss mich bewegen dafür. Dann sieht er mich oder hört mich. Also, das ist doch nicht wahr, dass der jetzt hier runterkommt. Scheiße, hätte ich mich nicht bewegt, wäre abgehauen. Was jetzt? Wo muss ich überhaupt lang? Da hoch kann ich nicht rein. Hier links lang? Oh. Ich weiß, was... Wozu das da ist. An der Decke. Das ist, um den Emmy vorbeizulassen, wenn man sich stealth macht. Okay, ich hab's durchgeschafft. Was zur Hölle ist das? Ich glaube, ich will zum Emmy zurück. Nee, ich will nicht zum Emmy zurück. Da hinten ist die Zentraleinheit, die wir aktivieren wollen. Wieder was da unten rechts ist irgendwas. Unten lang hätte ich ja nicht gekonnt. Brauche ich den Wurfball. Das Lava, das nützt mir also nichts. Das hier kann ich auch betätigen. Er war sehr gemein platziert. Und ich war so ein bisschen davon abgelenkt, dass das wie was aussieht, wo man eine Rakete reinjagen kann. Ich weiß, ich habe immer Ausreden, wenn ich getroffen habe. Nein, eine Köpfkastanie! Okay.
Nee, du hast garantiert irgendeinen schlauen Kommentar jetzt, oder? Adam, nicht Alan. Alan ist der Daniel, Daniel. Automatiker. Emmy steht für Extraplanetarmobil Multiform Identifizierer. Ein Emmy ist in Scheißname. der Lage, seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern und zu Ach erweitern. so? Der ist wie der Parasuit? Extraplanetar Mobil Multiform Identifizierer. Ich wüsste gerne, wie das in Englischen heißt, weil da macht das bestimmt. Da klingt das garantiert nicht so Die scheiße. Fähigkeit, sich in kleinste Räume quetschen zu können, ist eine seiner Standardfunktionen. Jeder Emmy, dem du begegnest, wird höchstwahrscheinlich davon Gebrauch machen, während er dich verfolgt. Warum könnten die. Also, warum der erste das nicht könnte? Okay, der war ja kaputt. Aber warum könnte der zweite das Du nicht? kannst die Panzerung eines Emmy nicht zerstören, selbst dann nicht, wenn du wieder über all deine Fähigkeiten verfügen würdest. Wow, der ist stärker als das SRX. Wenn du mit einer Übermacht konfrontiert bist, musst du deine Grenzen akzeptieren. Studiere jeden Emmy sorgfältig und nutze den Phantomunhang, um dich fortzubewegen. Doch auch das birgt Risiken. Der Phantomunhang verringert deine Mobilität und verbraucht mehr Aeon, wenn du dich bewegst oder schießt. Trotzdem ist er deine beste Chance, um zu überleben. Aeon wird es Zögere ausgesprochen. nicht, einen Emmy zu zerstören, wenn du mehr von der einzigartigen Energie entdeckst. Auch wenn es nicht deine ursprüngliche Mission war, sehe ich mittlerweile nicht, wie du sonst dein Ziel erreichen kannst. Bedrohungen deiner Existenz dürfen nicht hingenommen werden. Ich auch so. Mal alles schön steppen, okay? So. Es geht sofort wieder in den. Aber es geht Richtung Zentraleinheit. Und da unten ist Magma Spawner. Ah, man muss ja richtig nah dran stehen. Die geht dann tatsächlich auch warm mit. Ist ja auch. Das nützt mir ja wieder nichts. Ja, ich wollte mich ein bisschen vor Emmy drücken. Ich höre ihn. Da könnte rauskommen. Moment, komme ich doch jetzt wieder in den Bereich, wo ich vorhin war, oder nicht? Ne, ne, ne. Ihr seid so gemein, Alter. Der hat nur durch die Tür gelunzt. Ja, aber. Moment, der ist ingeliefert. Das heißt, das kann ich jetzt ausnutzen, um nach vorne zu brechen. Die Drohnen machen gar nichts, oder? Man darf die nur nicht berühren. Ah, das war wieder eine coole Konfrontation, ey. Ist das wieder die Karte? Ja. Also die, in Anführungsstrichen, Karte. Die Minecraft-Karte. Schön, wie man auch da immer speichern kann. Okay, auch wenn ich sie sehr lächerlich finde. Also hier hinten wäre irgendwie eine Speicherstation. Und schon den großen Teil des Gebiets eigentlich erkundet. Sind eigentlich jetzt aus dem Emmy-Gebiet raus und müssen jetzt den Raum brauchen wir schon hier auf der anderen Seite. Aber da sich die Maschine nicht bewegt,
geht wieder zu Emmy. Da unten ist er. Du Scheiße. Okay, ich kann hier wieder raus. Energietank, aber das ist im Lava-Gebiet. Ah, eine Kackspinne. Nicht so schlimm wie Kackkastanien, aber immer noch schlimm. Okay. Kann ich die Lava hier jetzt vielleicht? Ach nee, das aktiviert jetzt einfach diese Maschine. Aber das bringt mir doch gar nichts. Ich bin doch schon auf der anderen Seite. Ach, es pumpt jetzt die Lava ab. Und das heißt, wir können zu dem Energietank. Und wir müssen an ganz, ganz vielen Kackkastanien vorbei. Das sind ja zwei Energietanks. Einer ist Purple, der ist besonders gut. Sehr nervig. Okay, nicht ganz so nervig, wie ich dachte. Wie komme ich denn in das Lava-Gebiet? Also in das ehemals Lava. Was passiert denn? Er ist hier. Und ich hätte mich echt nicht sehen lassen sollen. Fuck. Wie kann ich dem entkommen? Die Türen sind alle zu. Ich bin tot, oder? Nee. Gott sei Dank. Okay, ich vermute, ich muss hier jetzt irgendwie durch. Ah! Da komme ich so rein. Das ist ein schönes Level-Design. Oh nein! Es war mir klar, dass ich das nicht schaffe. Nee, der Emmy ist jetzt direkt hier. Das war so Bullshit. So, speichern können wir ruhig machen. Der Tod ist sehr präsent in diesem Game. Das ist ja mal, ne? Hat mich ein Emmy gekillt. Okay, ich hatte eigentlich... Habe ich nicht fallen? Ah, oh, diese scheiß Kackkastanie. Worst enemy in game. So. Er hat eigentlich auch einfach nur sein Leben. Spaß an seinem Leben irgendwie. Nein, guck es dann. Aber vor den Energietank. Ignorieren und Energieeinheit 1 von 4. Es gibt Herzteile, die sie einen einfach nicht den Energietank gönnen. Dann sind die Lilanen wahrscheinlich ein Ganzer. Sag doch, Lila ist besser. Wirklich? Aber nice, ne? Da komme ich ja jetzt auch direkt dran vorbei.
ich muss noch einen Umweg gehen. Einen minimalen Umweg, sagen wir mal. Ist rechts da eigentlich noch Magma, ne? Ja, ja. Nur diesen Bereich gelöst. Und jetzt noch alles. Der lila ist alles. Aber man könnte die auch one-hitten, wenn man das schafft. Okay, erstmal nach rechts. Ja, das ist eigentlich sehr unnötig. Aber wahrscheinlich gibt es hier einen Boss in. Ist das im Hintergrund ein Vieh? Das sieht aus wie so ein Alien-Teil. Bisschen als Fossil so. Okay, wir können noch einmal Magma umleiten. Aber der Boss ist wahrscheinlich das Highlight. Wirklich, du musst es da an. Ich glaube, das ist nicht hoch genug. Ganz knapp ist das hoch genug. Und gerade zu schießen. Okay, eine Kackspinne. Das ist angeblich ein Item. Jetzt hoffe ich aber. Das sieht nur Speedmuster aus. Ich mag das wie der 3D-Effekt, ne? Hier, von hier oben sieht man es nur von der Seite. Und man kann die Blöcke auch so von unten sehen. Okay, aber. Selbst wenn ich nicht drauf schieße, kriege ich Damage. Also sollte man da einfach sich wegbewegen, ohne irgendwie einen Angriff zu machen. Was genau hat es jetzt eigentlich gebracht, dass ich dann nach oben rechts gegangen bin? Ja, es ist lila. Wow. Ist schon episch. Oder was mache ich jetzt? Hä? Ist das ein Aufzug? Ist das eine Bahn? Ist das? Möchtest du nach Dairon? Ey, echt so. Ist ein Zug. Wow, 20 FPS. Höchstens. Ist die nächste Welt so aufwendig gestaltet, dass es laggt hier? Und das heißt, ich habe wieder keine Karte und nichts. Und neue Gegner heißt es auch, die 10-mal schwerer sind. Okay. Finde ich aber schon mal gut, dass wir nicht die Gebiete nach und nach abgehen, sondern auch mal ein bisschen durchswitchen. Okay, das funktioniert trotzdem noch mal mit. Was? Okay. Die sind genauso crazy wie die Geschütztürme in den 3D-Metroids.
man sich aber so verteilen. Töten nicht. Helfen zu lassen und da ist eine Speicherstation. Ja, dann würde ich sagen, dieses neue Gebiet erkunden wir in der nächsten Folge, oder? Was meint ihr? Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen in den Himmel strecken und dann werde ich euch wiedersehen in der nächsten Folge. Also, bis dahin und tschüss.